Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Plattform von Smite Arbeitszeit. Dieses Mal spielen wir Skadi. Sie ist ein Hunter aus dem nordischen Pantheon, beziehungsweise aus der nordischen Mythologie. Und sie ist die Göttin des Winters. Also ja, sie ist die Göttin des Winters. Und hat ihren Begleiter Kaidir immer dabei. Yay. So, wie ein ADC spielen, also wie ein Hunter halt, spielen wir auf der Duo Lane als Hunter natürlich. Ich habe einen Ganesha Support. King Arthur ist auf der Solo Lane? Nein, doch, nein, was? Mir fällt gerade auf, was ich denn für ein Team habe. Also Cerberus Ganesha. Wir haben keinen Mage. Also keinen wirklichen Mage. Vielleicht ist Ganesha, ich glaube Ganesha ist in Mitte. Okay, das kann lustig werden. Die Gegner haben auch einen, die Gegner haben auch sogar einen Chernobog. Thor ist wahrscheinlich Solo Lane. Nein, Seth ist wahrscheinlich Solo Lane. Poseidon Mitte, Thor Jungle, Chernobog ADC und Ganesha Support. Okay, wer liegt denn noch nicht rein? Der Thor scheinbar, oder? Ich glaube, der Thor. Oder? Also, ich habe keine Ahnung. So. So, Hunter's Blessing. Purification? Brauche ich, glaube ich, bestimmt. Ja. Hört sich gut an. So, dann wollen wir ein bisschen. Will ich Jeschen holen? Also, hier, Executioner? Ja, wir sind nicht. So, ein paar Pots. Sind immer gut. Nach da drüben. Ich gehe jetzt erstmal in 1. Okay, es wird wahrscheinlich. Ich will. Mal schauen. Cerberus ist. Jetzt Jungle? Nein. Doch. Oh Gott. Cerberus. Okay, das ist ein lustiges Team. Also, ein sehr interessantes Team. Es kann lustig werden. Denke ich jetzt einmal. Schreibt er jetzt irgendwas oder was ist los? Okay, wollte er. Okay. Warte, wie laut ist denn der Sound? 25, ich dachte, es wäre lauter. Also, beziehungsweise, es hört sich viel leiser an als 25. Sorry. So, hi. Bisschen Schaden abbekommen. Ich könnte Kaida reinschicken, das bringt wahrscheinlich nicht so viel. Der würde wahrscheinlich zuerst sterben. Hi, lass dich treffen. Natürlich kann ich gerne auch mal treffen. So. Wir können jetzt mal kurz ein bisschen spielen und dann kann ich als Fähigkeiten erklären. Hi. Autsch. So, falls ihr A bis Z noch nicht geschaut habt und das euer erstes Video ist, ich spiele jeden Gott von A bis Z. Ihr könnt hier irgendwo nochmal die Playlist sehen, damit ihr schauen könnt, hier, ob ihr irgendwelche gerade erstmal sehen wollt, bevor ihr das Video schaut. Aber falls nicht, schaut euch das Video gerne nicht an. Für gutes Gameplay natürlich, wie immer. Mal schauen, wie die Runde läuft. Skadi ist eigentlich ein recht interessanter Charakter, beziehungsweise ein recht interessante Göttin. Einfach schon dadurch, dass sie halt Kaidi hat. Denn, können wir schon zur Passive, beziehungsweise zur 2. Kaidir ist hier immer bei ihr dabei. Sie kann ihn hinschicken, also sie kann einen Gegner anvisieren, den Kaidir angreifen soll. Und Kaidir rennt zu dem hin und macht den Angriff an und macht den Schaden. Und er springt halt dahin. Kaidir hat auf Level 1 5 Leben. Also er kann fünfmal von Autotext getroffen werden und dann ist er weg. Leute, wollen wir. Okay, Witz ist. Okay, interessant. Also, er kann fünfmal von Autotext getroffen werden, dann ist er erstmal in seiner Geisterform. So, zack. Und er regeneriert immer langsam Leben wieder. Okay. So. Mal schauen, wie es gegen Chernobog wurde. Ich habe lange nicht mehr gegen ihn gespielt. Könnte bestimmt noch recht interessant werden. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie stark er gerade ist. So, hier. Okay, der Cerberus kommt rüber, so wie es aussieht. Müssen wir kurz ein bisschen. Kreide gleich mal an. Nice. Ich greife den an. Dürfen wir auch noch killen können. Wenn er jetzt nicht wegkommt. Schade. Das ist schade. Oh, egal. Ein Kill reicht schon. Beziehungsweise ein Kill ist ja eh schon sehr, sehr gut. Was macht das da los da?
Okay. Du bist ein Idiot. Aber der Kevin bekommen wir sterblich. Wow. Was war das? Also ich wusste, dass er es machen wird, aber ich verstehe nicht wieso. Okay, interessant. So, Boots sind immer schön. Und noch ein Pot, bitte. Yes! Was zur Hölle? Ich bin da nur reingegangen, weil er reingegangen ist. Und ich dachte, okay, wenn er jetzt schon drin ist, dann bekommen wir den Kill. So, ja. No. So, okay. Dann mal schauen. Wo ist... Ach, genau, ist gerade weggegangen. Ist er gestorben? Nein, ist er nicht. Okay, das ist okay. Und ist Cerberus gestorben? Ist er. Okay, wer hat den ganzen Kills bekommen? Wow, Chernobog und Ganesha, wie schön. Beide die Gegner haben Kills bekommen. Sogar mehr als wir überhaupt bekommen haben jetzt insgesamt. Das war etwas blöd von dem Cerberus, dass er da reingeht. Ich bin nur reingegangen, weil er reingegangen ist. Und ich dachte, okay, ist jetzt blöd, wenn er jetzt hier da drin alleine stirbt und wir den Kind nicht wenigstens raushauen. So. Mal schauen, die werden wahrscheinlich nicht aggressiv jetzt sein. Kann ich mir vorstellen. Mal schauen. Zack. Also, okay. Erst schon da. Ne, ich dachte, der wäre Level 5 gewesen. Hi. Okay. Ich würde vorher einfach nur Schaden raushauen. Bisschen. Oder du gehst rein. Oder du greifst mich an. Sehr schön, aber wir können vorne Level 5 werden. Autsch. Okay. Oder auch nicht. Also wir können nicht vor den 5 werden. Level 5 werden. Okay. So, dann dürft ihr vorbei sein. Dankeschön. Okay, interessant. Ich hab den Kill bekommen. Durch Ganesha, ist das schön. Aber der Channelbock hat noch nicht gewartet, aber das brauchen wir eh nicht. Okay, dann sollte er ansagen, wenn er vorbeikommen möchte. Okay, wohin möchte er? Er kann irgendwo anders hingehen. Nicht wirklich. Er ist besser gegangen. Okay. Interessant. Also, wieso? Egal. Unser Chernobog wird schon mal richtig krass durch den Zaun zerstört, so wie es aussieht. Wieso sei kann ich nichts tun hier? So, ich gehe mal back. Also, ja. Er macht, also, Kaili macht 10% des physischen Schadens, hier von Skadi. Also, wenn Skadi viel physischen Schaden hat, macht Kaide recht viel Schaden, weil er halt 10% davon aufnimmt. Beziehungsweise 10% davon Schaden mit seinem Autotext macht. Also, ist schon mal zu passive und dann kaufen wir mal, hier. Warte, was? Ja, das war's auch zur passive. Ich fange schon mal die 2 ist halt auch Kaide. Ist halt, mit der 2 stecke ich ihn herum. Hier, wenn ich auf die 2 drücke, kann ich ihn irgendwo hinschicken, wenn ich möchte. So, und da sind seine hauptsächlichen Sachen drauf. Man muss mal aufpassen, dass man Kaide jetzt nicht gegen eine große Masse an Minions setzt, weil die den halt einfach fast instant zerstören. Da ich das halt einfach so, dass er nur einen Autotext braucht, um zu sterben. Beziehungsweise, dass er halt einen Autotext braucht, um zu sterben. Er lädt sich immer wieder auf, wenn er Minion-Kills oder sowas durchbekommt. Zack, dann hätte er eigentlich jetzt einen Stack wiederbekommen müssen. Stimmt, Enemy Missing Red. Na. Hier, ich bin nicht blöd, oder? Warte, was? Ja. Ah, okay, ich verstehe. Warte, oder? Verstehe ich's wirklich? Ja. Warte, wieso gehst du da hin? Wow. Interessant. Es geht jetzt schon wieder. Ist er schon wieder mitgegangen? Wow. So, zack. Das Problem bei Skadi ist gerade beim Erklären, dadurch, dass Kaide halt, der hat ein paar verschiedene Stats, die man erklären muss. Das ist halt ein bisschen verwirrend, teilweise. Kommt er wieder? Oder ich, na, er ist wieder da, schade. Vielleicht kann ich ein bisschen Schaden raushauen.
Wow, wieso? Okay. Na, wenigstens habe ich den Tower Shop nicht abbekommen. Beziehungsweise der Tower hat sich nicht dazu entschieden, mich anzugreifen. Sehr schön. Okay, er möchte mich angreifen, wie es aussieht. Oder ich möchte ihn angreifen, je nachdem. Okay. Dann musst du ansagen, wenn du kommst. Alter, wow. Leute, was war das bitte? Vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn Kaidi alle seine Punkte verliert, dann ist er in einer Geistform, die halt an Skadis Seite herumläuft und sich halt langsam wieder auflädt. Er kann von keinem Gegner, die Gegner können ihn nicht treffen. Wow. Greif an. Ist das ein Kackernst gerade? Alter. So. Hab ich den Kill wenigstens bekommen? Nein. Aber. Oh, warte, wieso hab ich den Kill nicht bekommen? Ich brauch noch. Oh, egal. Schön, dass Kaida den gerade nicht angegriffen hat. Sehr, sehr nett von ihm. Ist ein bisschen blöd gewesen, okay. So, no. Leute, ein bisschen leiser bitte. Die Schweine. Toll, das stimmt. Warte, ne, ich hab nicht genug Geld, um irgendwas zu kaufen. Yep. Wenn ein Minion oder Gegner stirbt, dann greift Kaidi einfach den nächsten in der Nähe an. Den nächsten Gegner. Also der Gegner, der in der Nähe ist, greift den einfach instant an. Und springt den an. So. Man kann die Fähigkeit auch wieder abschalten, sodass dann Kaidi wieder zurück zu Skadi läuft. Und dann wieder immun wird immun wird und in seiner Geistform ist und wieder Sachen auf und wieder seine Stacks auflädt. Joa. Na. So. Skadi hat Kaidi jetzt schon Level 1, also ohne dass man das reinpacken muss. Ah, dann greift die Tower an, also dann ist der Tower weg. Hätte er vielleicht drüber nachdenken sollen. So, ich kann vielleicht auf den nächsten Tower angreifen. So wie es aussieht. Ja, da bist du auch noch können. So, greif an. Na. So. Ich hab die Tochter hier. Er kommt wieder vorbei. Sogar mit Ganesh. Da renne ich mal weg. Ja, da ist er wieder. Aber sie können mir nichts tun eigentlich. Kaidi, yay, er kommt wieder. So. Joa. So, dann gehe ich mal kurz weg, wieder kurz back, dann kann ich mir meine, meine Executioner kaufen. Vielleicht den Versus, Odysseus Bow gleich nochmal dazu, aber ich habe nicht genug Geld. So, ich bin etwas verwirrt von der Fähigkeit gerade. So, ja, Ich bin etwas verwirrt, hier steht nicht ganz was ich suche. Also er bekommt 50% des Attack Speed von Skadi und er hat halt 110% des Movement Speeds von Skadi. Aber ich wundere mich gerade, weil ich habe was im Kopf, was hier gerade irgendwie steht. Also wenn Skadi, okay, weil eigentlich, vielleicht noch kurz, wenn Skadi, wenn Kaidi Gegner angreift, bekommt Skadi ein bisschen mehr Movement Speed. Wenn ich es richtig verstanden habe. So. Zack. Eigentlich hatte ich im Kopf, dass es so ist, wenn Kaidi stirbt, dann bekommt Skadi einen Buff und wenn Kaidi lebt, also bekommt. Boah, das war kacke. Okay. Oh wow. Das ist frustrierend. Mit der Ulti kommt er irgendwie immer weg. Etwas nervig. Was wundert mich gerade eigentlich? Bin ich gerade komplett verwirrt. Aber eigentlich müsste doch stehen, dass
dass Skelly Buffs bekommt, wenn Kyle tot ist. Also wenn Kyle in seiner Geistform ist. Das muss ich mir gleich nochmal schnell durchlesen. Weil es. Wow, und das ist der nächste weg. Willst du mich verarschen? Okay, das war Schaden. Okay. Oh, fuck. Oh, okay, hallo. Okay. So, ja. Ja. Ah, da steht's. Also, wenn Kaide keine HP bekommt, bekommt Skadi 10%, 10% mehr Physical Power. Okay, sorry, ich muss nur kurz durchlesen. Es hat mich ja total verwirrt, weil ich das nicht direkt gesehen hatte. So, what? Okay. Und Kaide hat halt einen Dash-Attack. Er springt einfach auf den Gegner dann zu, wenn er in die Nähe von ihm kommt, wenn er anvisiert ist. Macht dafür nur kurz extra Schaden. Dann seine Auto-Attacks machen Schaden, aber nicht so viel wie der Sprung, also wie der Dash auf den Gegner zu. Wir haben das bestimmtes. Ja. Ah, ich verstehe. Ab Level 3, wenn Kaidir einen Gegner killt, beziehungsweise einen Minion killt oder sowas, bekommt er einen Stack wieder dazu, beziehungsweise heilt sich wieder dadurch. Und ab Level 5, ab Level 5 bekommt Skadi Memo-Prinzip, wenn Kaidir Basic Attacks macht. Also es lohnt sich jetzt schon, die Fähigkeit hochzuleveln, wenn man halt ein bisschen, wenn man halt möchte, dass sich Kaidir ein bisschen länger durchhält. So, taucht er gleich wieder auf. Ich würde den Tower gerne angreifen. Wenn sie keinen Gegner mal angreifen, also hier vorbeischauen zu lassen. So. Ein bisschen Schaden ist jetzt schon schön. Aber leider auch nur ein bisschen. So. Okay. Schauen mit dem Tower. Skadis 3 ist einmal. Ich meine, ihre 1, sorry. Skadis 1 ist ein Speer, den, beziehungsweise so ein Eiskristall, den sie gerade in der vorne schmeißt. Zack. Dieser geht durch alle Gegner durch und macht den Gegnern Schaden. Und das ist auch nicht irgendwie schon. Wenn Kaidir gerade dieses Ziel eins der Ziele angreift, die Skadi von getroffen, mit der 1 getroffen hat, bekommt der Gegner extra Schaden von Kaidirs Angriffen. So dupps, hab ich jedenfalls am Kopf. ja. Ach, bekommt sogar doppelt Damage. Yeah. Sorry. Ich bin tot. Autsch. Aber ich konnte hier nichts machen. Wo ist eigentlich der Ganache? Hält sich jetzt die ganze Zeit in der Mitte auf, so wie es aussieht. Okay. So, dann würde ich gerne hier Bloodforge haben. Ist immer cool. Und Heavenly Wings. Wie immer. Ich baue einfach auf ADCs baue ich immer Heavenly Wings. Weil ich dann einfach diese Mobilität ein bisschen mehr haben möchte. Okay. Dann kommen wir mal zu Skadis 3. Ich glaube, kein anderer Gott hat so eine ähnliche Fähigkeit. Jetzt hat er natürlich ähnlichen Effekten. Und dann. Was müssen wir mal? Oh. Was heißt das? Ich kaufe das sogar. habe ich jetzt seit Jahren nicht mehr gekauft, aber es hört sich gar nicht mehr so schlecht an. Also, physische Power, Mana, Lifesteal und Cooldown, Reactions, hört sich sehr schön an. Und, es ist natürlich erstmal ein Stacking-Item. Es ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt erst kaufe, aber naja. Mal schauen, ob ich das noch gut vorbekomme. Und halt, das sind die Fähigkeiten, die halt, das ist auch wirklich sehr gut, finde ich. Muss jetzt noch genug Geld bekommen, um das kaufen zu können. Wahrscheinlich ist es die dümmste Idee, ich hätte vielleicht eher Bloodforge kaufen sollen, aber naja, wieso nicht? Mal schauen. Wird schon. So. Okay, dann, wie gesagt, die 3. Skadi erzeugt ein Eisfeld in einem Bereich, in einem kreisförmigen Bereich. Hi. Das war ich hier. Hi. Lass mich in Ruhe.
Schön, dass du auch mal vorbeischaust. Ich brauche das jetzt gar nicht. Ich weiß alle gar nicht, hier vorbeischaut. Alter, wollt ihr mich halt verarschen? Wow. Sehr schön. Wow, das war kacke. Blöd, dass sie mich auf einmal alle gerade verfolgt haben, aber Tor hat so eine Ulti eingesetzt, das ist vielleicht nicht besser. Also, sorry. Hier, jetzt Skali erzeugt ein kreisförmiges Eisfeld auf dem Boden. Dieses wird per Level immer wieder größer. Gegner, die da drauflaufen, bekommen Schaden und sliden darüber hinweg. Also, wenn jetzt ein Gegner in einer geraden Linie da auf das Eisfeld draufläuft, dann wird er langsamer und slidet halt über das Eisfeld rüber auf die andere Seite davon. Teammitglieder können ihn von den Wänden und wenn er mit Teammitgliedern oder sowas collidet, also gegen sie schlittert, wird er in eine andere Richtung geschubst. Was wirklich manchmal sehr nervig sein kann, bis irgendwie eine Stunde auf dem Eisfeld drauf. Die Gegner werden für 15% geslowt. Sie bekommen Schaden, wenn sie auf diesem Feld sind. Also halt einmal sofort Schaden, wenn sie da drauf gehen, und dann bekommen sie, desto länger sie drauf sind, Tick-Schaden. Zack. Wir öffnen das mal an. Weil wie immer. Mein Lieblings-Fury. So. Zack, und Gold ist immer schön. So, wie kann ich jetzt. Oh, wow, okay, bin durch. Schön, dass er auf einmal vorbeigeschaut hat. Oh, okay, schön, dass du da bist. okay, schade. Ich hab genug Gold bekommen. wenn Skali auf das Feld draufläuft, bekommt sie Movement Speed. Und wenn sie davon runterläuft, bekommt sie auch noch Movement Speed. Also, auf Level 1 sind 20% Movement Speed und auf Level 5 sind 40%. Also, sie ist schon recht viel schneller, wenn sie darüber gelaufen ist. Diese Movement Speed hält für 5 Sekunden an. Nein, 3 Sekunden, sorry. Ein bisschen blöd. 5 Sekunden lang hält das Feld. Ja, und der Radius vergrößert sich halt auf Level 1 16 und auf Level 5 20. So, dann kaufe ich mir noch schnell mal einen anderen Ward. Zack. Wards sind immer wichtig und schon da. So, jetzt muss ich auch anfangen zu stacken. Ich hoffe mal, ich komme hier schneller durch. Schade, ich habe auch den Damage Buff verloren dadurch. Naja. So. Mal schauen, wie es wird. Also ich brauche 75 Stacks, das dauert ein bisschen, aber ich hoffe mal nicht so. Ich brauche jetzt nicht so super lang dafür. Wird schon. Ich weiß auch, ich glaube, es war auch eine richtig die beste Idee, das zu kaufen. Aber neue Sachen ausprobieren ist immer schön. So. Zack. Okay, schade. Kylie hat keinen von denen gekillt. Dadurch hat er sich nicht wieder aufgeheilt. So, okay, und dich bitte. Ach, wow. Ihr müsst ihn noch Zeit lassen. So, okay. Greif an, nice. Und da hat er es wieder. Nice. Immer schön. Was macht er jetzt da? So. Alter, willst du mich verarschen? Au. Wenigstens konnte ich ihn killen. So, aber ich habe jetzt auch. Oh, 36 Stacks sind sehr schön. So, kurz in Zeit. So. Damage Buff kann ich gleich aufnehmen. Geh mal weg. Nein, be careful. Weil ich geh mal dahin. Ja, ich dürfte mich erstmal auffallen, hoffentlich. Hoffentlich. Wird schon. So, zack, wurden wir hier. So, Kaide, greif ihn an. Natürlich habe ich ein bisschen. Oh, kacke. Aber sie haben uns ignoriert. Was sehr schön ist. Ich würde sehr ungern jetzt nicht hier mal sterben. Ernsthaft. Okay, das war Glück. Be right back. I'm not too shabby. We need to
So, schön, dass ich überlebt habe. Ich hab komplett nicht damit gerechnet, dass ich überlebe. Aber es ist schön, dass es passiert ist. Anti hier, brauche ich Anti hier? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber vielleicht ein bisschen Penetration. Will ich Titan's Bane oder will ich Jordan's Wrath haben? Ich weiß nicht. Oder, also Anti brauche ich gar nicht wirklich, aber oder auch das. Wieso nicht? Zack. Ja, Wards habe ich schon ein paar wieder. Top Damage habe ich leider nicht, aber es wird langsam. Ich habe jetzt bald mein Item voll gestackt. Und dann wird schon. So, Scully's Ultimate. Wer ist die Fähigkeit? Winter's Grasp. Scully schießt Kalie, beziehungsweise schickt Kalie in einem kreisförmigen Bereich nach vorne. Schickt ihn nach vorne. Und wenn er auf einen Gegner trifft, bekommt der Gegner Schaden und wird gestunt. Und um einen kreisförmigen Bereich um Kalie und Scully drum bekommen alle Gegner Schaden und werden geroutet. Ich verwechsel das immer wieder. Also hier sieht man um Scully herum und auch um Kylie herum bekommen alle Gegner Schaden, Tick-Schaden, wenn sie in diesem Winterteil drinstehen. Werden geroutet. Noch irgendwas Besonderes? Dabei eigentlich gar nicht mehr. Also werden geroutet, bekommen Schaden und bekommen Tick-Schaden dadurch, wenn sie da drin stehen bleiben. So, machen wir das schnell. Und dann geht's an den Goldfield dran. So, zack. So. Kylie Geist mal schön an. Ich heile mich ein bisschen immer. So. Ich heile mich jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich gehofft hätte, aber es ging doch jetzt endlich. Ich habe auch endlich voll gesteckt, also ich heile mich jetzt durch meine Fähigkeiten, was bestimmt auch sehr hilfreich ist. Wie viel heile ich mich? 14%. Du hast Schaden durch meine Fähigkeiten, heile ich mich. Eigentlich ist es ein perfektes Item für Scully, weil sie benutzt ihre Fähigkeiten sehr, sehr viel. Wow, da sind sie. Oder beziehungsweise. So, hat er überlebt? So, kack, hab ich gesagt. Zack, hab ich gesagt. Wollte ich eigentlich sagen. So, hi. Schaffen wir, oder? So, oh kacke, ich bin tot. Yep. Egal. Das war klar. Ich war etwas alleine, das war blöd. Aber wir können den Tower zerstören. Wenigstens habe ich hoffentlich ein bisschen Schaden angerichtet. So, will ich jetzt Crusher haben oder schon. Oh, ich hab's gerade gekauft. Will ich haben oder noch nicht? Ich weiß es nicht. Bringt mir halt den Textbild und so weiter. Weißt du was? Ich hab's. Wow, ich hab 2,44 Textbild. Das klingt schon krass. Also, das ist sehr schön. Dadurch mache ich halt recht viel Schaden. Ach, die haben den Fighter bekommen. Oh, okay, die haben den Fighter bekommen. Nicht schön. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, dann wollen wir kurz hier die Sachen verbessern. Das, so ein Wort schnell kaufen. Warte. Bitte machen? Ich weiß nicht. Okay. So. Dann öffnen wir das. Dann die Sachen sind schon verbessert. Und du fehlst wieso nicht. Da muss ich mich mal beeilen, wieder schnell rüberzukommen. Bevor jetzt mein ganzes Team jetzt so weiter stirbt. Also mein ganzes Team. Halt, die alleine sterben, das wäre ein bisschen blöd. Aber er dürfte überleben. Sehr schön. Ein paar Beats. Das kann ich sogar auch. So, so nebenbei, Scully hatte vor kurzem, mit diesem Patch, hatte sie ein kleines Rework. Jedenfalls der Ultimate. Dort, wenn jetzt alle Gegner. Also, beziehungsweise hier. Ich habe darüber ein Video gemacht. Dürfte ich auch irgendwo verlinkt haben, damit ihr nochmal besser wisst, was jetzt irgendwann passiert. Da sich auch diese Ulti auch verändert hat.
So, okay. Aber wir dürfen sogar beenden können. So. Ich hab sogar dir erstmal guten Stats. Sack. Aber meine Checks sind so schön. So, okay. Set. Geht's noch? Also, okay bei dir. Ernsthaft? Okay. Scheinbar haben wir ein bisschen beendet. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Bisschen auffallen. Oh, nice, okay, bekommen. Konnte ich helfen? Ich hoffe, ich konnte helfen. So, wir können ihn angreifen. So. Wenn ich ihn treffen würde. Nice. So, noch ein Kill für mich, immer schön. Aber ich habe kein Top Damage. Hätte ich irgendwie nicht gerechnet, aber naja. So. Schuhe verkaufen, dann können wir, weißt du was, ich kaufe mir gleich mal Crit. Ja, wieso nicht? Ein Crit-Item wenigstens. Ist hoffentlich auch ein bisschen hilfreicher. Da ich so viel Attack-Speed habe, dürfte ja Critten recht gut funktionieren. Ich weiß nicht, oh, weil ich bin ein Idiot, ich hätte vielleicht auch noch Crit-Item kaufen sollen. So, hier, ich bin ein bisschen gerade blöd gewesen. Zack, wenn wir nämlich das hier haben, bist du... Ist das nicht Feynot? Hilft das gerade in dem Fall? Ich weiß nicht. Warte, wo bist du jedenfalls? Critical Strike. Das hier meinte ich jetzt hier, Wind Demon. Ja, ein bisschen Tech Speed. Ja, wieso nicht? Also Tech Speed, halt 20% Critical Strike Chance. Ja, es dürfte eigentlich gehen. Ja, die Gold Free würden. Ich mach mal die Gold Free. Unter Damage Buff, der würde bestimmt auch helfen. Wahrscheinlich für. Wie viel gibt er nochmal? Oh, gar nicht mehr so wenig, also irgendwie 30 oder so. Aber du dürfst jetzt auch zerstört sein. So, zack. Es geht recht schnell. Und ich krieg sogar schon ein bisschen. So. Und ich bekomme nur ein bisschen Schaden. Brauchen wir dich mal besorgen. Für euch. Zack. Da können wir das ja mal machen. Aber ich habe gleich mal so viel Healing. Also, ich habe einen 10% Physical Lifesteal, was jetzt gleich mal so super viel ist. Und meine Fähigkeiten müssen ein bisschen. Ja, meine Fähigkeiten heilen ein bisschen. Was auch nicht gerade schlecht ist. Mal schauen, wo ist jetzt der Tor hin? Ist in der Luft oder so? Oder wie? Ja, das ist in der Luft. Okay. Au. Bitte aufhören, mir weh zu tun. Autsch. Lifestream kann ich ja. Nach dem. Kann ich gar nicht gehen. Kann ich nehmen. Okay, dann beenden wir es. Okay, jetzt rüber. Wir können beenden. Außer er macht jetzt irgendwie einen sicken Move und killt uns alle hier. Aber so sieht's nicht aus. Yay! Verkauft! Nice! Jetzt kann ich gerade hier den Windteam schnell verkaufen. Yay! Das war schön! Also die Runde lief auch eigentlich wirklich recht gut. Und ich hoffe, ich konnte euch recht gut erklären, was jetzt ihre Fähigkeiten tun. Warte, Best Tovo? Was? So, What Places? Ja, der war so schön, fand ich. Was habe ich jetzt gemacht? Also, für viel Zeit der Top Kills gemacht, fällt mir gerade auf, unser Cerberus. So, Champion Treasure Chest und okay, first one today. Mal schauen. Habe 25.000 Schaden gemacht. Okay, ein bisschen weniger, 5.000 Schaden weniger als unser Midlaner. 25.000 Schaden ist fast mehr als jeder der Gegner. Minion Damage habe ich auch ein bisschen. 13.000, geht doch auch. nein, 138.000. Am meisten aus dem Spiel. Nein. Doch, am meisten aus dem Spiel. Krass.
Das ist ganz schön viel. 22.000 Schaden genommen. Das ist auch okay, aber es ist am wenigsten aus dem ganzen Spiel. So, Top Damage habe ich natürlich nicht gemacht. 4.000 Structure Damage. Ja, ich habe am meisten Structure Damage gemacht. 5 Wards habe ich geplaced. Was ist auch wirklich sehr gut. Also, Placed Wards. Wards sind immer schön. Also, mal schauen. XP Booster, wie schön. Dann hoffe ich mal, hat diese Folge gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, welche Götter ich jetzt nächstes spielen soll, jetzt außerhalb dieser Reihe. Das freut mich sehr. Ihr könnt jetzt gerne mal hier irgendwo in die Playlist reinschauen oder in eines meiner neueren Videos. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Und mit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.